Wir von Oberhessen Live sind heute für euch auf dem Burgherzberg-Festival und wir wollen einfach mal gucken, wie ist denn hier überhaupt die Stimmung und was ist überhaupt das Besondere an diesem Festival? Dann wollen wir doch mal gucken, was auf dem Gelände so los ist. Wie oft warst du schon hier? 0 Mal. Möchtest du wiederkommen? Ja. Also ich war letztes Jahr für einen Tag hier. Das ist jetzt mein erstes Mal, wo ich wirklich campe und so. Und ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht hier. Jetzt ja, 5. Mal bin ich da und ist toll, super. Wir haben gestern ausgerechnet das 9. Mal. Ja, ja, schon. Es müsste so das 22. oder 23. Mal sein. Das 22 Mal. Viele Künstler zeigen ihr Können, sei es sportlich oder beim Flechten von Zöpfen. Hi, was verkaufst du denn hier? Na, Energy Balls und Guarana Balls. Die sind aus Haferflocken, Sultaninen, Sesamon, Kokosflocken, geriebene Mandeln, Hafermilch, Zuckerrüben, Sirup und Chia. Und in denen ist zusätzlich noch Cola Nuss Guarana drin. Wow. Hallo. Wieso hast denn du hier so ein Rad? Ja, wir sind von Frieden ohne Geld und wir drehen hier ohne Geld am Glücksrad und verbreiten einfach Freude und Spaß hier. Das ist das, was dahinter steht. Ball R wie ein Aufkleber! Die Sonnenstrahlen knallten vom Himmel. Da musste man sich irgendwie verschützen und sich am besten auch gleich abkühlen. Die Herren mal kurz stören. Ja. Was ist denn für Sie das Besondere am Burgherzberg-Festival? Das Flair, ja. Die Leute, genau. Alle nett, alle freundlich, kann mit jedem reden. Ganz tolle Atmosphäre, also richtig geil. Mit Freunden zusammen sein, die Atmosphäre genießen, einfach frei sein und es ist einfach ein wunderbares Gefühl hier oben. Entspannt. Entspannt, nett, friedlich, freundlich. Keine Vorfälle oder so? Das Übliche. Es ist warm, aber jetzt keine besonderen Vorfälle. Ein paar Wespenstiche, aber jetzt nichts Besonderes eigentlich. Also dieses Jahr auf jeden Fall das Wetter. nach letztem Jahr, wo wir im Schlamm erstickt sind, ist es dieses Jahr wirklich... Musikalisch wurde auch wieder einiges geboten und die Tanzfläche gerockt. Ja, es ist größer geworden, das Publikum hat sich auch ein wenig verändert, aber die Hauptsache, dass unsere Freunde und alle lieben Menschen da sind, die wir immer um uns haben wollen, das ist gleich geblieben. Würde ich sagen, es ist auf alle Fälle jünger geworden, von den Besuchern her. Ja, da so bis vor ein paar Jahren, ne, waren es so eher unsere Semester und es ist viel, viel jünger geworden. Es ist größer geworden. Ansonsten. Ob Regen, Matschberge oder praller Sonnenschein, das Herzberg-Festival ist einfach bei jeder Wetterlage immer etwas Besonderes. Man begibt sich in eine andere Welt, frei von Sorgen, Stress und Problemen. Es ist das Beisammensein, der Frieden, Liebe, Familie und Freundschaft.